Macarons mit einer Erdbeerfüllung. Los geht's! Als erstes 250 Gramm Zucker. So, jetzt kommt der Deckel drauf. Sekunden, Stufe 10. Jetzt mit dem Spatel nach unten schieben. So, jetzt kommen 140 Gramm gemahlene Mandeln rein. Ich kam Speisestärke. Ein Esslöffel Farbe kommt jetzt hier rein. Bei 5 Sekunden Stufe 3 habe ich es jetzt verrührt. So sieht das Ganze aus. Und jetzt kommt Zucker-Mandelmischung in eine, also wir müssen das jetzt in eine Schüssel umfüllen. So, ich habe den Schmetterling jetzt schon reingesetzt und jetzt habe ich schon 5 Eier getrennt und jetzt kommt das Eiweiß hinein. Und das wird jetzt festgeschlagen bei 2 Minuten auf Stufe 3,5. Und 50 Grad. So, das Eiweiß ist jetzt fertig geschlagen. Und das kommt jetzt zu der gefärbten Mandelmischung dazu. Das ist die Backmatte und da wird das jetzt so drauf gespritzt. So, jetzt kommt die Füllung für die Macarons. Und jetzt kommen erstmal 200 Gramm Erdbeeren hier rein. Die aufgetauten. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und bei 20 Sekunden Stufe 10. So Leute, das sieht so cool aus. Ich habe schon mal reingeguckt. Guckt mal, wie cool. Das sieht voll nach Halloween aus. Und jetzt müssen wir das mit dem Spatel runterschieben. Und jetzt kommt 110 Gramm Chilizucker rein. 2:1. So. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und 5 Minuten Stufe 2. Und 100 Grad. So Leute, das wurde jetzt nicht so gut. Das ist alles zusammengebrochen. Aber es schmeckt richtig, richtig lecker. Und darum haben wir das jetzt in solche Vierecke geschnitten. Malen wir dann eh noch Sachen drauf und dann sieht es wieder einigermaßen gut aus. Aber die Hauptsache ist, es schmeckt lecker. So Leute, die Macarons sind jetzt fertig. Es sind jetzt halt viereckige anstatt runde. Und ich habe die jetzt blutige Augen genannt. Und die sehen jetzt so aus. Und die schmecken richtig lecker. Also kann ich euch empfehlen, macht's gerne nach, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!